Vorweg, gleich kommt das Video, noch eine kleine Anmerkung, habe ich vergessen. Sicherheit. Wir sind hier bei den Tröpflern, gerade bei den Pinoys, meistens in dem ein Ohm oder darunter Bereich. Wenn ihr Wicklungen macht, messt sie durch. Wenn ihr Dualwicklung macht, denkt dran, die Ohmzahl halbiert sich. Wenn ihr schon bei 0,6 und 0,7 Ohm seid, seid ihr ganz hart an der Grenze eures Akkus. Wenn ihr solche Geschichten macht, dann bitte nur mit IMR-Akkus. Nur mit Akkus, die nicht schon 3, 4 Jahre alt sind. Nicht auf Geräten, die dadurch vielleicht zerstört werden könnten. Ihr solltet wissen, was ihr tut. Ihr tut das in eigener Verantwortung und ihr solltet euch vorher informieren, was passiert, wenn ihr in diesem Ohmbereich Verdampfer benutzt. Das als kleiner Hinweis vorweg und jetzt viel Spaß beim Video. Intro los. Aber sofort. Rikidi. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier. Heute mal mit was, ja, eigentlich wirklich kleinem, aber klein, aber oho. Das Pinoy-Fieber ist auch hier angekommen. Ich habe ja schon etwas länger, sag ich mal, Pinoys in Gebrauch, was Akkuträger betrifft, also zum Beispiel den Ensoniq. Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen gehypt wieder, aber ich muss sagen, es ist eine coole Sache. Wir verfolgen das ja schon seit einigen Monaten, dass die Filipinos, sag ich mal, eine andere Dampftechnik haben als hier. Bei uns, da ist so ein bisschen der Wettbewerb der großen und dichten Nebelwolken ausgebrochen. Und so langsam schwappen da die ersten Verdampfer zu uns rüber. Der erste war eigentlich der Nimbus, von dem gibt es ja auch inzwischen einige Klone. Und das, was ich heute vorstellen möchte, ist von Wishes Ants. Gibt es den Cyclops. Und der sitzt oben drauf auf dem Cyclone. Der Cyclone ist, sag ich mal, ein Tröpfelverdampfer. Und der Cyclops ist ein Aufsatz dafür, dass man hier auch noch eine Liquid-Control hat. Wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist, zeige ich euch auch gleich nochmal in der Nahansicht. Hier schon mal eine kleine Dampfprobe. Ja, der Wishes Ant, eine philippinische Firma ist das im Endeffekt, die die Geräte herstellt. Die kommen in so eine kleine Kunststoffbox. Das ist die Basis vom Cyclone. Der hat hier so eine, ich sag mal, Mulde innen drin, wo sich auch Liquid sammeln kann. Wir haben diese beiden Pfosten hier zur Befestigung der Wicklung. Die haben hier jeweils Löcher drin, da können wir den Draht durchführen. Die Schrauben hier sind nicht original, die hatte ich jetzt irgendwo noch in der Bastelkiste, weil normalerweise sind dort so ganz kleine Imbusschrauben drin und man muss damit so einem ganz kleinen Imbusschrauber das Ganze auch befestigen. Das war mir ein bisschen zu fummelig. Die sind jetzt noch ein bisschen zu lang, aber sie stören jetzt nicht und es funktioniert damit. Und die helfen mir gleich, das zeige ich auch nochmal ein bisschen die Wicklung, die später drauf ist, zu befestigen. Also da, vielleicht, man kann den ja auch bei Intest kaufen, vielleicht nochmal als Zubehör, die Schrauben vom Genesis passen da also zum Beispiel auch drauf. Wir haben hier zwei O-Ringe, die die Top Cap halten. Man muss sagen, die halten wirklich sehr gut. Das heißt, die Kappe ist sehr feste drauf. Nicht so, dass man sie nicht runterkriegt, aber auch fest genug, um zum Beispiel mit einem langen Drip-Tip zu arbeiten, ohne dass sie wackelt. Die Originalhaube, die oben drauf ist, ist diese hier. Und die besitzt nur ein Loch. Das müsste so ein Millimeter sein, wenn ich das richtig sehe, oder 0,8. Das ist eigentlich ein bisschen wenig für das, also für die Luftführung. Eigentlich bräuchte man da ein bisschen mehr und deswegen gibt es jetzt diese Erweiterung dazu. Die gibt es auch bei Intest entsprechend zu bestellen. Also meins kommt zum Beispiel jetzt noch aus, sauber, aus England. Und ja, oh, man sieht die Gartenarbeit hier mit den Fingernägeln. Wir haben hier auf dieser Kappe zwei Löcher.
Einmal hier auf dieser Seite, das sind 4 mm, und auf der anderen Seite haben wir auch entsprechend 4 mm. Diese lassen sich durch das Drehen hier an der oberen Kappe verstellen und somit können wir die Luftlöcher so einstellen, wie wir sie haben wollen. Wie ihr jetzt hier seht, ich kann also entweder beide Öffnungen komplett aufmachen. In diesem Fall ist jetzt eine geschlossen, eine auf. Wenn ich jetzt weiter drehe, so zum Beispiel, sind beide komplett geöffnet und ich kann diese Sache auch, ich kann das stufenlos einstellen, je nachdem, wie viel Luft ich an die Wicklung lassen möchte. Zusätzlich zum kompletten Öffnen gibt es hier auch noch kleine Löcher. Ja, wie ihr es hier seht, das müssten 0,6 oder so sein. Dann kann ich auch, sag ich mal, auf beiden Seiten ein kleines Loch aufmachen, wenn ich das möchte. Hier hat man eigentlich alle Möglichkeiten, die man braucht, um zum Beispiel hier dann auch eine Dual-Coil-Wicklung oder so drauf zu machen. Eigentlich eine super Sache. Gut, wir schrauben den mal auf die Basis drauf. Dann wollen wir den mal eben wickeln. Das ist eigentlich recht easy und schnell gemacht. Gesagt, getan. Dafür brauchen wir jetzt eine nächste Faser. Nehme ich jetzt hier nochmal die Wolfschnur. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Das ist eine 3 mm Faser. Wenn ihr jetzt Dual Coil machen wollt, würde ich euch empfehlen, eher mit 02 zu arbeiten. Also 20er Kantal. Ich nehme jetzt für die Single Coil den 030er Kantal. Den hatte ich jetzt bisher auch drauf und ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. So, schnappen wir uns mal ein bisschen. Hätte ich ja auch eigentlich mal vorbereiten können. Gut. Dann sollte man sich vorher überlegen, wie man die ganze Wicklung legen möchte. Ich halte die normalerweise jetzt so daneben und gucke, dass wenn ich die befestigt habe, dass ich die dann einmal so drehen kann und dann hier so oben über die Schrauben legen. Dadurch habe ich es einfacher, wenn ich ab und zu mal die Kappe abnehme oder was ausrichten möchte oder so, dass ich sag mal die hier nicht verschiedene Fasern rumhängen, sondern dass die Schlaufe ist, die ich einfacher dann auch wieder zusammenbauen kann. Gut, das ist ungefähr die Abmessung. Das merke ich mir dann mit dem Finger. Schon habe ich mir meinen Draht. Eine, zwei, drei, vier. Gut, nehme ich die eine wieder weg. Das war meine Hilfswicklung. Und ziehe die Drähte gerade. Kann das noch ein bisschen ausrichten. So, jetzt kürzen wir die Drähte hier eben. Am besten zwei verschiedene Längen, dann ist beim Einfädeln ein bisschen einfacher. Und schnappen uns den Verdampfer. So, wenn die Drähte durch sind, straffe ich das hier nochmal so ein bisschen, biege das um die Ecke. Schraubt dann fest. Ausrichten machen wir dann danach. So. Können wir jetzt schon mal die Enden hier abkneifen. Ziehen wir das hier noch ein bisschen. Mal gucken. Gut.
Ja, also die Wicklung sitzt jetzt hier entsprechend drauf. Jetzt kann ich die Faserenden, die hier noch extra dran sind, abschneiden. Die benötige ich nicht mehr. Und so sieht dann meine Wicklung aus. Dann wollen wir die mal mit Liquid befeuchten. Dann lässt sich nämlich auch ein bisschen besser damit arbeiten. Jetzt drehe ich die einmal so rum. Am besten mit der Richtung, dass die Faser sich nicht aufwickelt. Und lege mir die hier oben so drauf. Ja, die wird jetzt so ein bisschen oben von der oberen Schraube gehalten. Und wenn ich jetzt träufle, träufle ich auch oben auf die Wicklung drauf. Das macht das beim Zusammenstecken jetzt einfacher. Wenn ich die Kappe drauf setze, gucke ich erstmal, wo das Luftloch ist, was ich jetzt bei einer Single-Coil-Wicklung benutzen will. Und dann öffne ich das entsprechend und setze das dann direkt vor die Wicklung. Drauflegen. Und zack. Gut. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal in die Großansicht und dann machen wir nochmal einen Dampftest und nochmal ein kleines Fazit dazu. So, da sind wir wieder. Ich würde jetzt sagen, wir kippen einfach noch mal ein bisschen Liquid rein. Ist halt ein Tröpfler, ne? Immer dran denken, ab und zu nachzufüllen. Wenn ihr bei so einer Wicklung jetzt einen Dryad kriegt, entsprechend, das haut dann schon rein. Langes Drip-Tipp für kühlen Dampf empfiehlt sich auch. Die spritzen schon ganz schön die Wicklung. Man muss dazu sagen, dass man diesen Verdampfer bei vollgeöffneter Luftzufuhr eigentlich in der Regel auf Lunge und nicht in die Backe dampft. Ich dampfe den mal eben kurz in die Backe. Also das ist so, wie man normalerweise, sag ich mal, dampft. Und die Filipinos ziehen eigentlich in der Regel ein bisschen Hals oder zum Teilweise auch in die Lunge, wenn sie diese Megawolken machen. Ich werde das jetzt mal im Testen gucken, ob ich anfange zu husten. Das flasht dann schon ziemlich und man sollte dann auch mit dem Nikotingehalt runtergehen, wenn man denn überhaupt so dampfen will. Geschmacklich muss ich sagen, bin ich von dem Ding absolut überrascht. Ich finde, es hat einen sehr reinen Geschmack, also wie ich es eigentlich sonst nur von Sieb oder auch von Tröpflern kenne. Ich finde, es macht Spaß, abends auch mal ein bisschen zu tröpfeln wieder und verschiedene Aromen halt zu benutzen und nicht immer nur mit Tankverdampfern zu arbeiten. Und dafür ist es auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ja, wickeln ist natürlich recht easy, habt ihr gesehen. So eine Wicklung ist schnell gemacht und wenn es nicht passt, ist auch schnell eine neue gemacht. Dual Coil werde ich mir vielleicht auch nochmal antun jetzt die Tage, aber ich bin eigentlich so in der Kombi schon zufrieden und ich glaube, da will ich auch so gar nicht hin, weil wir dann wieder in Ohmbereiche kommen, die an der Existenzgrenze des Akkus herumgraben. Ich meine, der Sound ist auch nicht gerade schlecht. Das blubbert da richtig schön drin. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was von dem Gerät zeigen können. Zu bekommen ist er aktuell bei Intaste mit allem, was es dort auch an Zubehör gibt. Wie gesagt, schaut mal wegen den Schrauben. Ich weiß nicht, ob die bei Intaste die vom Genesis als Ersatzteil drin haben. Ich finde, das ist wesentlich einfacher zur Befestigung. Vielleicht gibt es aber auch irgendwo mal kleinere Schrauben, kürzere Schrauben, dass die dann noch ein bisschen besser drauf passen. Aber ihr habt auch gesehen, es nützt sogar ein bisschen, weil ich da die Wicklung jetzt, sag ich mal, besser oben drauf legen kann. Und ich bin da vielleicht, ich glaube, ich bin da jetzt so ganz zufrieden mit. Das war es erstmal wieder von mir heute. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abonnenten seid, geht unten auf Abonnieren. Und ich sag mal, bis die Tage. Eure Dampfwolke. Tschüss.